Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen zu der heutigen Sitzung. Mein Name ist Lavinia Jonika und bevor wir starten, möchte ich mit Ihnen ganz kurz die Agenda besprechen und das Housekeeping. Und Barbara, du kannst weitermachen mit der Folie. Dankeschön. Für die heutige Sitzung werden wir uns kurz vorstellen. Wir werden Ihnen auch den Strategiebereich im Hochschulforum Digitalisierung vorstellen. Wir werden Ihnen das Kursdesign, die Kursthemen, die Sie in den nächsten Wochen erwartet, besprechen und Ihnen nochmal etwas zu unseren Kontakten und zum Support nochmal sagen. Und nächste Folie. Genau. Dankeschön. Wir sind sehr viele Personen heute hier im Raum, also zurzeit um die 360. Deswegen ist es ganz wichtig, dass Sie Ihr Mikrofon erstmal ausgeschaltet lassen, damit wir keine Nebengeräusche haben. Sie können aber gerne Ihre Kamera anlassen. Wenn Sie Fragen haben oder Anmerkungen, nutzen Sie bitte den Chat. Es kann durchaus sein, dass wir nicht alle Fragen heute beantworten können. Wir würden aber den Chat auswerten und Ihnen diese schriftlich beantworten. Und noch der letzte Hinweis, diese Veranstaltung wird heute aufgezeichnet. Und ich übergebe jetzt an Oliver Januszka. Danke, Lavinia. Ein ganz herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Oliver Januszka. Ich habe häufig das Vergnügen, auf jeden Fall täglich die Verantwortung für dieses Projekt Hochschulforum Digitalisierung als Geschäftsstellenleiter. Und heute kam es mir so in den Sinn zu sagen, wow, allem Anfang wohnt ein Zauber inne. Ich würde sagen, wir haben hier eine besondere Gelegenheit zu diesem Kickoff von dem gemeinsamen Strategiekurs. Ich freue mich da wirklich sehr. Wir haben, Lavinia, in kürzester Zeit an die 500 Personen, die Interesse haben, mit uns diese, wie man neudeutsch sagt, Learning Journey jetzt zu vollziehen. Wir wollen in den nächsten Wochen gemeinsam mit euch und Ihnen diese Frage, wie kann Strategieentwicklung an Hochschulen eigentlich funktionieren, in so einem Online-Kurs kollaborativ gemeinsam durchleuchten. Wir haben da eine Reihe von Erfahrungswerten und ich habe hier diese Folie jetzt mitgebracht, einfach um Ihnen so ein bisschen auch den kurzen Exkurs zu unserem Projekt zu geben. Wir sind seit 2014 dabei mit dieser Mission, Hochschulen bundeslandübergreifend, institutionsübergreifend und auch statusgruppenübergreifend zusammenzuführen, weil wir davon überzeugt sind, dass bei dieser Herausforderung, wie kann so eine digitale Transformation eigentlich funktionieren, Zusammenarbeit, Austausch, Vernetzung besonders gut trägt, besonders wichtig ist. Und ich möchte es hier an der Stelle auch betonen, es kann nur gut funktionieren, wenn sich da auch alle mit einbringen. Das gilt für dieses Projekt seit 2014, von drei Konsortialpartnern getragen, der Hochschulrektorenkonferenz, dem Zentrum für Hochschulentwicklung und dem Stifterverband. Und finanziert werden wir vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Und wir haben uns über die letzten Jahre schon mit ganz vielen Formaten und Instrumenten produktiv mit eingestaltet. Und ich würde Sie da gerne, Barbara, drückt einmal auf die nächste Slide, einmal an die Gegenwart heranführen. Es ist nicht mein Interesse, Ihnen jetzt 1000 Informationen hier zu präsentieren. Ich lade Sie nur ein, sich auch gerne nochmal bei uns genauer umzuschauen. Wir haben uns selber jetzt im letzten Jahr auch nochmal ganz stark weiterentwickelt unter diesen besonderen Vorzeichen der Corona-Pandemie. Und so finden Sie bei uns fast täglich, zum Beispiel auf unserer Webseite, neue Informationen. Ich lade Sie ein, der letzte Blog-Eintrag von Herrn Witzka als Vizepräsident der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, der eben auch das nochmal ganz plakativ formuliert. Wir müssen reden. Wir wollen das hier auch in diesen Wochen mit Ihnen gemeinsam tun. Und so ist das Hochschulforum insgesamt daran interessiert, Ihre Erfahrungen, Ihre Perspektiven sichtbar zu machen und auch produktiv zusammenzuführen.
Ich kann so als kleines Sneak Preview schon markieren, wir werden in Kürze auch den Sammelband sowohl online offen zugänglich als auch ganz klassisch, wenn man so will, auf Papier veröffentlichen, wo eben auch ganz viele Akteure hier, einige sind heute mit dabei, ihre Erfahrungen mit zusammengetragen haben. Das würde ich sagen, gilt mal exemplarisch für dieses Informationsthema, dass das auf unterschiedlichen Ebenen funktioniert. Wir sind ein Vernetzungsprojekt und auch das reicht von bis über Online-Kollaborationstools wie zum Beispiel MetaMost, das lernen Sie hier, wenn Sie es nicht schon kennen, auch nochmal genauer kennen, bis hin zu solchen Formaten wie heute, wo wir eben auch mit Community-Mitgliedern gemeinsam in der Vernetzung zusammenarbeiten. Die Beratung, die sich über die letzten 4 Jahre weiterentwickelt hat, die steht ja hier so ein Stück Pate für den gesamten Kurs. Und ich freue mich sehr, dass meine Kollegin Barbara Wagner und Janika Budde Ihnen da auch nochmal genauere Informationen zu geben, was wir da über die Jahre eigentlich getan haben. Insgesamt, der Stifterverband, für den ich als Organisation arbeite, hat mal gesagt, gemeinsam wird es möglich. Ich würde hier eigentlich sagen, gemeinsam gelingt es besser, dass wir eben mit vielen Peers aus den Hochschulen zusammen gucken, sowohl in der Strategieberatung wie auch an vielen anderen Stellen, wie man diese digitale Transformation gut bewältigen und auch in den Hochschulen gut verankern kann. Letzter Schwerpunktbereich mit den Innovationen, das ist ja auch so ein geflügeltes Wort. Hier haben wir auch eine ganze Menge in den letzten Jahren schon ausprobieren können. Wir arbeiten zum Beispiel auch sehr eng mit Studierenden zusammen. Wir sind überzeugt davon, dass sie in einer besonderen Weise nicht nur Betroffene sind, sondern auch Mitgestalter. Wir erproben das eben auch über eigene neue Formate. Das war letztes Jahr zum Beispiel auch mit dem Semesterhack an 2 Stellen sehr produktiv, mit ganz vielen Hochschulen gemeinsam herauszuarbeiten, was man da gut bewegen kann. Und ich würde auch dieses Format heute hier als so einen Innovationsprozess mit benennen. Insofern greift das in alle unsere 4 Schwerpunktbereiche mit rein. Ich freue mich da auf den Austausch. Ich lade Sie ein, uns auch Ihr Feedback mitzuteilen. Ich bin sehr gespannt und ich übergebe jetzt wieder zurück zu Lavinia, beziehungsweise lade auch die Kolleginnen und Kollegen ein. Auf der nächsten Slide sehen Sie das hier nochmal. Wer hier alles mit dabei ist heute, klar ist, es kann eben nur funktionieren, weil ganz viele sich dafür engagiert haben. Insofern auch nochmal mein Dank ans gesamte Team hier und heute. Viel Erfolg und eine produktive Zusammenarbeit. Danke. So, vielen Dank, Oliver. Und jetzt möchten wir uns ganz kurz vorstellen, damit Sie wissen, von wem Sie die ganzen E-Mails in der ganzen Zeit schon bekommen haben oder von wem Sie sie noch bekommen werden. Janika, übernimmst du? Sehr gerne. Ja, Janika Budde mein Name. Ich bin im Hochschulforum Digitalisierung von Seiten des Zentrums für Hochschulentwicklung hier in Gütersloh. Ich bin seit 2018 im Strategiebereich des Hochschulforums tätig und habe gemeinsam oder federführend mit Lavinia Junica eben diesen Kurs gestaltet. Also Sie haben auch schon viele, wir haben mit ihr Kontakt aufgenommen zu inhaltlichen Fragen oder Fragen der Kursgestaltung. Schön. Ich bin Lavinia Junica. Ich arbeite auch im Stifterverband meine Schwerpunkte sind Qualifizierung und Strategieberatung. Ich übergebe weiter an Oliver. Möchtest du noch mal? Dann nehme ich hier gleich mal den Ball auf. Barbara Wagner, ich bin Kollegin von Lavinia im Stifterverband und sozusagen auch das Pendant zu Janika Budde im Stifterverband im Strategiebereich. Bin seit 2019 nun in diesem Bereich tätig und hauptsächlich für die Peer-to-Peer-Strategieberatung, die ich gleich auch noch kurz vorstellen werde, verantwortlich im Stifterverband. Vielleicht auch noch mal kurz, das sind jetzt hier nur die offiziellen Gesichter. Im Hintergrund wuselt es noch von Kollegen.
Kolleginnen und Kollegen. Das möchte ich nur der Vollständigkeit halber gern erwähnt haben. Ohne die ginge es hier heute auch nicht. Genau, wir sehen uns in jedem Fall spätestens wieder in der dritten Session zum Thema Entscheidungsprozesse eben im Gegenstrom. Da bin ich mit Barbara Ghetto dann nochmal zu sehen, ganz offiziell. Und ich freue mich, dass ich jetzt hier kurz einmal, jetzt mal die nächste Folie, genau, den Strategiebereich im Hochschulforum Digitalisierung kurz vorstellen darf. Ich habe ein leichtes, leichten Ton. Lavinia, magst du vielleicht dein Mikro kurz ausmachen? Perfekt. Genau, ich habe gestern überlegt, wie ich Ihnen denn diesen Bereich, weil wir tatsächlich relativ viel machen, denn überhaupt gut nahe bringen kann. Und bin nochmal in mich gegangen und habe mich gefragt, warum beschäftigen wir uns als Hochschulforum Digitalisierung denn überhaupt mit dem Thema Strategien? Ne? Ich kam dazu, da gab es das schon als Thema, aber die Grundüberlegung war irgendwann auch mal, der digitale Wandel hat einfach Auswirkungen auf alle Leistungsbereiche einer Hochschule. Und das bringt wahnsinnig komplexe Fragestellungen mit sich, die eben aus einer strategischen Perspektive beantwortet werden müssen. Wir sind der Meinung, dass die Digitalisierung ganz viel Potenzial für Hochschule birgt. Diese jedoch auch als gesamte Hochschule erschließen zu können, braucht eben übergeordnete Zielsetzungen. Es ist so, dass Digitalisierungsmaßnahmen, Initiativen häufiger in der Vergangenheit und auch immer noch projektgetrieben sind. Das heißt, es gibt wenig oder ja nicht in diesem Maße, wie sie nötig werden, Strukturen an den Hochschulen, um die Aktivitäten langfristig zu verankern. Das ist ein wichtiger Grund, warum wir uns hier auch strategisch mit beschäftigen. Und häufig gibt es auch gar kein gemeinsam geteiltes Verständnis darüber, was eigentlich unter Digitalisierung und Studium und Lehre oder überhaupt unter dem Begriff digitale Lehre, digital gestützte Lehre gemeint ist. Und dass es darüber häufig keine Diskussion gibt und keine Einigung gibt, ist schwierig. Und man merkt einfach, man ist nicht auf einem Stand an den Hochschulen in der Diskussion. Und da setzen sozusagen unsere Aktivitäten an. Welchen Beitrag leisten wir? Das Thema Beraten, wo das Strategiethema hauptsächlich hineinfällt, ist unser Schwerpunkt. Da die Hochschulen eben sehr heterogen sind. Also das heißt, wir haben jetzt nicht eine Strategie, die wir allen Hochschulen als die Digitalisierungsstrategie empfehlen, sondern es ist eben ganz wichtig, auf die individuelle Hochschule zu schauen, auf deren Voraussetzungen, auf das Profil etc. Aber auch das Thema Vernetzung ist uns in diesem Arbeitspaket ganz wichtig, denn Sie sind die Expertinnen. Das heißt, Sie bringen hier jetzt auch in den Kurs, dann auch in diese Lerncommunities Ihre Expertise mit und sollten sich eben dort auf Augenhöhe auch austauschen. Das heißt, der Peer-Austausch ist für uns ein ganz wichtiges Element bei unserer Arbeit. Ein Element, das wir übrigens auch, so sagt es der Name ja schon, bei der Peer-to-Peer-Strategieberatung auch einsetzen. Das heißt, wir beraten dort nicht als Hochschulforum Digitalisierung, sondern eben zusammen mit Expertinnen aus unserer Community. Wir multiplizieren, das heißt, uns ist ganz wichtig, dass das Rad nicht jeweils neu erfunden werden muss. Von guten Beispielen, guten Ideen anderer zu lernen, gehört sozusagen zur DNA des Hochschulforums Digitalisierung. Auch dafür haben wir unterschiedliche Maßnahmen in unserem Arbeitspaket für Sie im Angebot. Da würde ich jetzt noch mal kurz drauf eingehen, weil es doch ein bisschen komplex ist. Also in der Beratung haben wir sozusagen zwei Beratungslinien. Einmal die klassische Peer-to-Peer-Strategieberatung für bis zu 8 Hochschulen jährlich und die Peer-to-Peer-Fachbereichsberatung, die ist relativ neu. Dort sind jeweils immer zwei Fachbereiche werden beraten und es gibt auch eine Schwerpunktsetzung jährlich auf einen Fachbereich. In der ersten Runde ist das jetzt der Bereich Betriebswirtschaft. Dann, wir vernetzen, das ist uns wichtig, eben Peers zusammenzubringen. Besonders wird das in dem Tandem-Programm für Hochschulleitungen gelebt, dem HFD-Lead-Programm, aber eben auch in der Peer-to-Peer-Beratung. Im Anschluss gibt es ein Alumni-Programm, das auch jetzt ganz neu ab diesem Jahr zur Weiterbegleitung der Hochschulen.
im Bereich Monitoring und Transfer, also das heißt bei der Multiplikation unserer Ergebnisse, haben wir aktuell zwei Webseiten als Angebot. Einmal das Strategie-Benchmarking-Tool, darauf wird Janika im Nachgang nochmal kurz eingehen, und einmal den HFD-Showroom mit Beispielen guter Praxis. Darüber hinaus gibt es natürlich ergänzend von uns solche Veranstaltungen wie heute, die auch im Bereich Qualifizierung ganz wichtig sind, aber eben auch Publikationen etc. Ich wollte jetzt mal ganz kurz auf den Bereich der Peer-to-Peer-Strategieberatung eingehen, nicht nur, weil es sozusagen mein Steckenpferd ist hier im Team, aber auch aus aktuellem Grund. Ganz kurz, falls Sie die Beratung noch nicht kennen, es ist ein Entwicklungsinstrument, der eben, wie gesagt, ein Begleitprozess auf Augenhöhe ist. Wir ermöglichen eben bis zu 8 Hochschulen oder eben auch Verbünden jährlich, sich mit ihren Zielen und Maßnahmen im Bereich der Digitalisierung und Studium und Lehre auseinanderzusetzen. Ganz wichtig, gemeinsam mit den hochschulinternen Akteuren, aber auch mit externen Expertinnen und Peers. Meist sind das bei uns 4 Peers, das heißt 3 Expertinnen plus ein studentischer Experte, eine studentische Expertin. Dieser Prozess richtet sich ganz klar dann an den individuellen Zielen der jeweiligen Hochschule und ist auch in gewisser Weise auch ein selbstgesteuerter Prozess, der aber eng mit uns abgestimmt wird. Das heißt, der Beratungsprozess richtet sich eben danach, wie weit die Hochschule im Bereich der Digitalisierung und Studium und Lehre ist. Und da gibt es eben sehr große Unterschiede und dort setzen wir dann an. Und das ist jetzt der aktuelle Grund, warum ich Ihnen das jetzt noch ein bisschen näher erläutert habe. Dieses Programm ist nämlich aktuell ausgeschrieben. Bewerbungen sind noch bis zum 20. Juni möglich. Also das heißt, wir sind jetzt hier in der 14-Tage-Frist, wo man gegebenenfalls noch eine Interessenbekundung auf die Beine stellen muss. Das ist auch relativ schlank, 5 Seiten, eine Interessenbekundung. Ich habe Ihnen hier und im Nachgang gibt es sicher auch die Folien nochmal alle Infos dazu verlinkt und auch das Info-Webinar dazu. Und bei Fragen stehe ich jederzeit gerne zur Verfügung. Das war's von mir. Dankeschön, Barbara. Jetzt übernehme ich und würde gerne etwas zum Kurs sagen. So, nächste Folie. Barbara? Können wir die Folie? Ah, danke schön. Nun, die Frage ist, wie kommen wir denn dazu, diesen Grundlagenkurs für Digitalisierungsstrategien in Studium und Lehre überhaupt zu diesem Zeitpunkt anzubieten? Und angefangen hat es im letzten Jahr schon mit der Idee, wir hatten eine Support-Studie ausgeschrieben, die haben wir durchgeführt und ausgewertet schon. Und eine der größten Erkenntnisse sind, dass sehr viele Maßnahmen, Ad-hoc-Maßnahmen durchgeführt worden sind. Und Hochschulen stellen sich nun tatsächlich überall die Frage, wie kann man diese Maßnahmen verankern, wie kann man sie nachhaltig anbinden. Und dann ist man ganz schnell bei dem Thema Strategie für Digitalisierung zum Studium und Lehre. Und dieses Thema ist höher gerutscht auf der Agenda der Hochschulen. Und viel mehr Akteure sind in den Strategieprozess beteiligt, als sie vorher waren. Das heißt, wir haben jetzt nicht nur eine Gruppe, ein Kernteam, das sich mit Digitalisierungsstrategie auseinandersetzt, sondern wir haben viele Mitarbeiterunterstützungsstrukturen, wir haben Stabstellen, wir haben Fakultäten, aber auch einzelne Lehrstühle. Das sind auch nur Beispiele. Und schließlich werden Digitalisierungsstrategien auf unterschiedlichen Art und Weise gefördert. Und das ist jetzt eigentlich der Grund, warum wir diesen Kurs jetzt anbieten und auch zu diesem Zeitpunkt. Barbara, nächste Folie. Wir haben eine Anmeldung durchgeführt und ich möchte Ihnen jetzt mal kurz zeigen, wer unsere Zielgruppe tatsächlich ist. Wir haben Sie gefragt, aus welcher Bildungsinstitution Sie sind. Sie kommen und die größte Gruppe kommt von den Fachhochschulen, ganz schnell gefolgt von den Universitäten. Aber Sie sehen schon, es sind ganz viele verschiedene Einrichtungen, die noch dabei sind. Nächste Folie. Der berufliche Hintergrund, die größte Gruppe, die heute hier vertreten ist, sind Mitarbeiter in Unterstützungsstrukturen.
gefolgt von Mitarbeitern in der Verwaltung. Aber Hochschulleitungen, Professoren, akademischer Mittelbau, Studierende sind auch alle dabei. Weiter. Wie lange sind Sie an der Hochschule tätig? Sehr viele von den angemeldeten Personen haben sehr viel Erfahrung im Hochschulbereich. Wie Sie sehen, auf der Folie länger als 10 Jahre, das ist es knapp 40%. Genau. Weiter, Barbara. Und Sie haben bis jetzt sicherlich schon mitbekommen, dass wir in diesem Kurs auch Land Communities anbieten. Wir haben Sie bei der Anmeldung gefragt, ob Sie an einer Land Community Interesse haben, teilzunehmen. Und 55% der angemeldeten Personen haben Ja gesagt, sodass wir in der Zwischenzeit 270 Personen für die Land Community angemeldet haben. Insgesamt haben wir 52 Land Communities erstellt. 16 davon sind hochschulintern, das heißt, an 16 unterschiedlichen Hochschulen haben sich Personen zusammen als Team angemeldet und 36 hochschulexternen Communities. Und das bedeutet wiederum, dass wir in diesen hochschulexternen Communities darauf geachtet haben, dass sie gut gemischt sind. Sie sind verteilt über Hochschulen, über unterschiedliche Statusgruppen und so weiter und so fort, sodass der Austausch in den Communities ganz bestimmt sehr interessant wird. An dieser Stelle nochmal ganz kurz zurück zum Grundlagenkurs. Wir haben den Kurs in zwei verschiedenen Bereichen eingeteilt und wir bieten wöchentliche Live-Online-Sessions an. Das sind 7 Stück. Das erste haben Sie heute schon zur Hälfte fast schon absolviert. Der zweite Teil ist die Lerncommunities. Und warum haben wir das so gemacht? Wir wissen natürlich, dass viele von Ihnen vielleicht ganz beschäftigt sind und würden aber trotzdem die Möglichkeit jedem anbieten, auf seine unterschiedliche Art und Weise sich zu beteiligen. So für Personen, die wirklich Input haben wollen und sich einfach auf einer asynchronen Art und Weise sich in unseren Kanälen an einer Diskussion beteiligen wollen, sind Sie sehr richtig, wenn Sie sich für den Live-Online-Sessions angemeldet haben. Alle anderen, die aber einen intensiveren Austausch suchen, mit anderen Personen aus anderen Hochschulen und die sind dann in den Lerncommunities gut aufgehoben. Nächste Folie. Genau. Und hier nochmal der Überblick. Wir starten heute bei dem roten Punkt mit dem Start in den Kurs, das ist der 7.6. Und für alle Personen, die sich für die Live-Online-Sessions angemeldet haben, also für den Wissensinput alleine, endet dieser Kurs am 19.07. Wir haben dazwischen wöchentliche Sessions und zu unterschiedlichen Themen. Meine Kollegin Janika Budde wird gleich nochmal darauf eingehen. Für die Lerncommunities geht der Kurs eine Woche länger. Und das hängt damit zusammen, dass wir zu den unterschiedlichen Kursthemen Kursaufgaben gemeinsam bearbeiten und brauchen schlichtweg eine Woche länger, um dann den Abschluss der Communities am 26.07. Gemeinsam auch wieder zu haben. Die Lerncommunities an sich haben ein Kursbuch erhalten, ein Workbook und werden unterschiedliche Aufgaben darin gemeinsam lösen. Diese beziehen sich meistens auf diese 3 Bereiche, die wir hier schon dargestellt haben. Erstmal einmal werden die Gruppen recherchieren, sie werden reflektieren und dann geht es darum, ihre Ideen nochmal miteinander zu teilen. Danke, Barbara. Nächste Folie. Und jetzt nochmal auf einen Blick zusammengefasst. Alle angemeldeten Personen, unabhängig davon, ob sie in den Live-Online-Sessions oder in den Communities teilnehmen wollen, sind eingeladen, jeden Montag ab jetzt für den Wissensinput an den Wissensinput teilzunehmen, immer von 14 bis 15 Uhr. Die Lerncommunities, alle Personen, die da teilnehmen, haben sich schon verbindlich dafür angemeldet. Die sind vom 7. bis zum 26.07. Die Kursmaterialien, weil die Frage kam schon in dem Chat,
werden Sie zeitnah alle auf unserer Website finden. Und dazu werden wir Ihnen in dem nächsten Kurs, in der nächsten Kursnachrichten, also nächsten Montag nochmal den genauen Link nochmal zur Verfügung stellen. Und für alle, die sich aber nochmal untereinander austauschen wollen, wir haben einen MetaMost-Kanal. Viele von Ihnen haben den schon entdeckt. Für andere, die es noch wollen, Sie sind herzlich eingeladen, daran teilzunehmen und Sie sich untereinander austauschen. So, nächste Folie. Okay, ich habe für Sie jetzt eine kleine Aktivierung mitgebracht und zwar würde ich gerne Sie aufrufen, an einer Mentimeter-Abfrage teilzunehmen. Meine Kollegin postet gerade in den Chat den entsprechenden Link, aber Sie können natürlich auch mit dem QR-Code und Ihr Smartphone an der Umfrage teilnehmen. Also Sie sind schon dabei. Wunderbar. Ich würde jetzt einfach den Bildschirm freigeben, Barbara. Genau, danke dir. Hey, wir haben Sie gefragt, wo Sie sich heute Nachmittag befinden und ja, ganz oft im Homeoffice, im Büro Berlin. Wunderbar, das baut sich schön auf. Ich bin ja gespannt, wenn die Wortwolke zu Ende ist. Ich gehe gleich zur nächsten Frage rüber. Und zwar, ich weiß nicht, ob Sie sie sehen können. Ah, da. Wo steht Ihre Hochschule im Digitalisierungs- und Strategieprozess? Genau. Wir haben vom Mittelalter bis 2030 schon eingetragen, sind einfach nur gespannt auf Ihre Einschätzung. Das ist jetzt einfach nur eine subjektive. Okay, in der Mitte. Okay, vielen Dank dafür. Dann stoppe ich jetzt einfach meinen Bildschirm und Janika, du kannst deinen Bildschirm jetzt freigeben. So, jetzt sollten Sie gleich etwas sehen. Ah, perfekt. Ja, ich wollte Ihnen jetzt noch etwas zum Kurs und zu den Kursthemen Näheres erzählen. Und auch sozusagen, wie wir auf, ja, also Lavinia Janika hat Ihnen ja schon erzählt, sagen wir, warum wir diesen Kurs machen, auch ein bisschen, wie wir die inhaltlichen, die Inhalte gestaltet haben. So, vielleicht kurz nochmal oder vielleicht kurz zur Namensgebung des Kurses. Also wir haben als Grundlagen für Digitalisierungsstrategien in Studium und Lehre genannt. Doch hätte ich so ein bisschen die Frage, was verstehen wir eigentlich darunter? Und wahrscheinlich werden Sie auch in der Folge dieses Kurses sehr verschiedene Begriffe auch dazu hören. Wir haben jetzt mal, uns erstmal für diesen Begriff entschieden, für den Namen des Kurses, einfach sozusagen als ein gewisses Hilfskonstrukt, um es irgendwie zu benennen. Denn wir zielen eigentlich auf gar kein oder kein bestimmtes Dokument oder kein bestimmtes Strategiepapier sozusagen am Ende ab, sondern uns geht es vielmehr um die zielgerichtete Ausrichtung, um die Auseinandersetzung mit dem Thema Digitalisierung von Studium, Lehre oder Studium und Lehre im digitalen Zeitalter. Und ob sich das nachher in einer wirklichen Digitalisierungsstrategie für Studium und Lehre oder einer weiter gefassten Digitalisierungsstrategie für die Hochschule in einem Lehrleitbild, in einem Hochschulentwicklungsplan oder sonstigen Dokumenten wiederfindet, ist uns eigentlich sozusagen, oder ist nicht das Wichtigste, sondern wichtiger, wie gesagt, ist eben der gesamte Veränderungsprozess, der die Digitalisierung betrifft. Und ja, wir wollen auch eher den Fokus legen wirklich auf den gelebten, ganzheitlichen Veränderungsprozess und nicht so sehr um ein Dokument haben, was vielleicht in irgendeiner Schublade nachher verschwindet. Was wir damit genau meinen, möchte ich sozusagen in der nächsten Folie einmal kurz zeigen. Sie haben es hier schon gesehen, wenn wir davon sprechen, dass eben der digitale Wandel eben ganzheitlich ist an Hochschulen
eben strategisch begleitet werden soll, geht es darum, eben die Einzellösung, die Frau Wagner eben schon oder Barbara Wagner eben schon erzählt hat, in wirklich in ein Gesamtkonzept zu gießen aus den verschiedenen Bereichen, also aus der Version, wie sich die Digitalisierung in der Lehre niederschlagen soll, also sei es an Kompetenzen, sei es an der Didaktik, sei es in der Raumgestaltung, in den nutzbaren Technologien. Aber das muss sich halt eben auch widerspiegeln in der Infrastruktur, im Support, in der Organisationsentwicklung. Und genau das Bild möchten wir auch im Laufe des Kurses mit Ihnen sozusagen weiter schärfen. Und warum wir uns eigentlich mit der Digitalisierung strategisch auseinandersetzen, das hat Barbara Wagner auch schon gesagt, aber ich möchte es ja auch nochmal wiederholen, denn digitale Lehre braucht eben passende Rahmenbedingungen. Und das sind Rahmenbedingungen, die eben nicht von einzelnen Lehrenden oder Lehrstühlen, Fakultäten etc. unbedingt zur Verfügung gestellt werden müssen, sondern es gilt darum, eben diese Rahmenbedingungen strategisch zu setzen, zum Beispiel durch überzentrale Einrichtungen. Das betrifft, wie gesagt, die Infrastruktur, die Unterstützungsstrukturen, Qualifizierungsmöglichkeiten, Anreize, Austauschmöglichkeiten und noch viele, viele weitere Punkte. Und auch hier ist natürlich wichtig, diese mit den passenden Ressourcen nachhaltig, eben auch finanzieller, aber eben auch personeller Ebene zu hinterlegen. Das heißt, es geht eben nicht darum, noch zu gucken, oder es geht darum, eben zu gucken, welche Maßnahmen wirklich über nachhaltige finanzielle Quellen sozusagen nachhaltig finanziert werden müssen, eben nicht über Projekte, die mehr gesteuert werden sollten. Und hier ist es eben die Herausforderung durch die Digitalisierung, durch diesen stetigen Wandel, durch die stetige Weiterentwicklung, eben auch von Seiten als gesamte Hochschule eben auch Entscheidungen zu treffen, welche dieser Technologien, Möglichkeiten, didaktischen Szenarien im Grunde von der Gesamthochschule getragen werden sollen. Darum geht es eben, diese strategische Weiterentwicklung, die strategische Weiterentwicklung im Sinne auch eines gesamten Bildes sozusagen, was die Digitalisierung an der jeweiligen Hochschule auseinandersetzt oder bedeutet. Und deswegen möchten wir eigentlich in diesem Kurs auf der inhaltlichen Ebene darauf fokussieren, eben wie gesagt, auf diesen Veränderungsprozess selbst, auf die möglichen Maßnahmen, sozusagen auf dieses Bewusstsein, dass es darum geht, eben einen Kulturwandel herzustellen und nicht am Ende ein Dokument zu schreiben. Natürlich soll es auch darum gehen, Ziele, strategische Maßnahmen etc. festzuhalten, aber das wird eher mehr implizit in den vielen verschiedenen Kurseinheiten sozusagen immer wieder auftauchen. Wichtig ist auch, wir bieten keine eine Blaupause an. Es geht nicht darum, dass wir Ihnen jetzt, das sind die nächsten 10 Schritte, die Sie machen müssen, in der Reihenfolge, sondern möchten Ihnen vielmehr eine Toolbox geben, Orientierung geben, was die Punkte, was die Handlungsfelder sind, die Sie eben im Strategieprozess bedenken müssen. Sie müssen halt für sich jeweils immer wieder schauen, passt das für meine eigene Hochschule? Ist das für uns der nächste Schritt? Oder müssen wir vielleicht auch ganz anders vorgehen? Einfach dadurch, dass die Hochschulen so unterschiedlich sind, dass viele Maßnahmen, viele Strukturen in Bezug auf die Digitalisierung von Studium und Lehre auch einfach gewachsen sind in den vergangenen Jahren. Corona natürlich auch nochmal eine Veränderung verändert hat, wie sich eigentlich Digitalisierung von Studium und Lehre anfühlt an der Hochschule, gilt es immer wieder zu überprüfen, wo müssen wir eigentlich selber anfangen und starten. Und wir haben in der Konzeption des Kurses damit begonnen, dass wir eigentlich von der Hochschule als Ganzes ausgehen. Auch die Peer-to-Peer-Beratung in den vergangenen Jahren hat vor allem auf der Hochschulleitungsebene, auf der gesamten Hochschulebene agiert. Wir wissen aber, dass hier auch ganz viele Leute dabei sind, die ja aus einer Fakultätsebene dabei sind, auch einer Studiengangsentwicklungsperspektive. Und da ist einfach unsere Bitte an Sie, natürlich auch dabei zu bleiben, für sich auch entsprechend anzupassen, was auch für Ihre jeweilige Situation passt. Da sind Sie einfach auch die Experten für Ihre jeweilige Ebene, für Ihre jeweiligen Handlungsmöglichkeiten. Wie gesagt, wir haben jetzt erstmal vor allem oft für Einfachheit, auch nicht zu verkomplizieren, eben das Ganze ausgerichtet auf diesen Blick von der Hochschule als Gesamtinstitution im Strategieprozess. Und wir haben eben ausgehend von der Peer-to-Peer-Beratung
im Grunde 6 Handlungsfelder identifiziert, die wir auch besonders für den Anfang, für die erste Auseinandersetzung mit dem Thema sehr wichtig halten. Also hier sehen Sie einen Überblick über alle 7 Sessions mit heute, mit dem Kickoff. Und es sind ja Themen der Ziele oder des Leitbildes, der Entscheidungsprozesse, der Kommunikation und Partizipation, einer Innovationskultur, der Unterstützungsstrukturen und der Qualifizierung und Personalentwicklung. Da möchte ich jetzt auch nochmal im Einzelnen zu eingehen, was das jeweils bedeutet. Den ersten Teil habe ich schon so ein bisschen angedeutet. Die nächste Session wird sich damit auseinandersetzen, eben mit dem Profil der Hochschule, mit strategischen Zielen, eben vom Profil her zu denken, mit der strategischen Weiterentwicklung und der Auswahl von Maßnahmen, auszugehen von dem, wofür Ihre Hochschule also jeweils steht, mit welchen Werten, mit welchen Visionen für die Lehre die Hochschule mit der Digitalisierung anknüpfen möchte. Ich werde hier zusammen mit Dr. Tina Landwig von der Volkshochschule Hamburg, aber lange, lange Zeit von der TU Hamburg, eben dieses Thema genauer betrachten wollen. Wir wollen eben, wie gesagt, schauen, wie hängt eben Hochschulprofil und Strategieentwicklung zusammen. Das Thema Digitalisierungsverständnis wird ein Teil sein, aber auch eben diese Überlegung, kommen wir sozusagen von dem Leitbild auch zu einem Digitalisierungsnarrativ, was eben den digitalen Wandel antreiben kann, also eine gewisse Dynamik oder Motivation erzeugen kann für die Umsetzungsmaßnahmen. In der Session darauf, das hatte Barbara Wagner schon angekündigt, wird es eben um das Thema Entscheidungsprozesse im Gegenstrom gehen. Das Gegenstromprinzip ist halt ein sehr wichtiges Prinzip in Bezug auf die Entscheidung strategische Entscheidungen, sagen wir es so, indem es eben nicht darum geht, dass eben die von der Hochschulleitung oder von zentralen Ebenen Entscheidungen getroffen werden für die Ausrichtung der Hochschule, sondern dass dieser Prozess auch immer wieder untermauert wird durch die verschiedenen Fachkulturen, über die Fakultäten, aber eben auch über das, was sozusagen die Lehrenden auch tatsächlich in der Lehre tun. Und das muss im Endeffekt irgendwann zusammenkommen, gerade über den Austausch zwischen der Top-Ebene und eben der Fakultätsebene, der dezentralen Ebene. Und hierzu, wie gesagt, werden eben Dr. Barbara Ghetto jetzt von der PH Zürich, lange Zeit Projektleiterin von E-Learning NRW, und Barbara Wagner eben genaueres zu sprechen. Genau, dann folgen wir Session 4, also wir sind noch weiter bei der Gestaltung sozusagen des Strategieprozesses. Und hier war doch auch viele Rückfragen oder viel Interesse in der Anmeldung, wenn ich mich noch recht erinnere, nämlich durch Partizipation und Kommunikation alle mitnehmen. Wie können wir eigentlich partizipative Prozesse gestalten, die auch noch trotzdem effizient sind? Aber wie können wir auch vielleicht die Bedarfe von den verschiedenen Statusgruppen, von Lehrenden, von Studierenden mitnehmen in den Strategieprozess, ohne dass eben alle irgendwie in welchen Entscheidungsprozessen drin hängen? Hier wird Dr. Susanne Staude von Lavinia Hilfenberg kurz Rhein-Sieg. Habe ich gerade vergessen, entschuldigen Sie, die auch bei uns im letzten Jahr Peer-Expertin war, etwas zu erzählen zu möglichen Maßnahmen, wie eben partizipative Prozesse gestaltet werden können, eben in Bezug auf Design Thinking und Zukunftswerkstätten, die wir auch in der Peer-to-Peer-Beratung einsetzen, aber auch eben die Befragung von Vor- und Fokusgruppen. Also wie kann man, wie gesagt, die Bedarfe, die Wünsche von Lehrenden, Studierenden und anderen Statusgruppen eben abfragen. In der 5. Session geht es dann sozusagen mehr auch um die Umsetzung. Also wie kommen wir eigentlich dahin, Digitalisierung in die Breite zu tragen an Hochschulen? Es geht um das Thema Anreize setzen für den Kulturwandel. Den Begriff des Kulturwandels hatte ich schon mal kurz gesagt. Es geht um den gesamtheitlichen Veränderungsprozess an Hochschulen, eine Änderung der Lernkultur. Und das kann man eben sozusagen durch mögliche Maßnahmen sozusagen fördern an Hochschulen, aber eben Austausch, Format und Anreizstrukturen werden ebenso diskutiert, um Lehrende, sagen wir, dazu zu bringen, auch neue Formate auszuprobieren, innovative Lehre zu pilotieren,
und weiter zu gestalten. Hier sind die Referentinnen Dr. Annabel Biss von der Fernuni Hagen, die auch eine Community Working Group im Hochschulforum Digitalisierung zum Thema Innovationskultur an Hochschulen geleitet hat, sowie Professor Dr. Herbert Nacken, auch ein langjähriger Peer bei uns in der Peer-to-Peer-Beratung, der vor allem auch dieses Thema der Ermöglichungskultur eben sehr stark macht, also wie gesagt, des Empowerings von Lehrenden, um eben die Digitalisierung in die Breite zu bringen. Wir sind dann auch schon fast am Ende. Session 6, da geht es dann eben um die Unterstützungsstrukturen. Auch da waren sehr viele interessiert an dem Thema in der Anmeldung. Also welche Formen und welche Möglichkeiten gibt es eigentlich für Unterstützungsstrukturen? Und hier sind wir erstmal sehr breit, weil auch natürlich die Unterstützungsstrukturen, Support, Beratung, Qualifizierungsangebote etc. an Hochschulen sehr unterschiedlich verortet sind in Bezug auf die Digitalisierung. Das kann das Rechenzentrum sein, das können die Hochschuldidaktik sein. Es gibt an vielen Hochschulen auch entsprechende Zentren nur für Didaktik, für E-Learning und Digitalisierung. Genauso die Bibliotheken spielen eine Rolle. Also wir möchten das hier natürlich auch sehr breit lassen. Und auch hier jetzt auch keine, wir können ja auch, wie gesagt, auch wieder keine Best Practice bieten, wo sozusagen das verankert werden soll, aber wir können zeigen, welche Möglichkeiten es gibt, welche Aufgabenbereiche und Positionen innerhalb der Unterstützungsstrukturen, aber eben auch Richtung technische Ausstattung und auch diese Fragestellung zwischen Standardisierung und Experimentierräumen aufzeigen. Hier ist der Referent Dr. Dirk Langenwert von der Universität Göttingen. Auch er ist lange Zeit schon lange Peer. Die Universität Göttingen war gleichzeitig auch selbst Peer-to-Peer-Hochschule und er leitet dort eben das E-Learning-Zentrum. Also wirklich jemand, der das auch in Butter- und Brotgeschäft macht. Und schließlich die letzte Session eben für die Live-Sessions, wo Julius Ottmar von der TU Braunschweig auch nochmal stärker versucht, sozusagen Learnings in Richtung Lehrende erfolgreich weiter qualifizieren zu geben. Also hier haben wir das nochmal sozusagen rausgeschält aus dem Thema Unterstützungsstrukturen, weil es einfach ein wichtiges Thema ist, wie eben interne Qualifizierungsmaßnahmen entwickelt werden können, gerade für Lehrende, also um hier eben Kompetenzentwicklung zu forcieren, aber eben auch zu schauen, was gibt es für weitere Personalentwicklungsmaßnahmen an Hochschulen, eben um digitale Lernformate, um Digitalisierung in der Lehre in die Breite zu bringen. Sozusagen das sind jetzt, wie gesagt, diese sechs Felder, die wir uns genauer anschauen möchten in den nächsten Wochen. Und wenn Sie vielleicht sozusagen nochmal überlegen wollen, was sind eigentlich unsere Handlungsfelder oder unsere Felder, wo wir vielleicht nochmal Nachholbedarf haben, wo wir uns nochmal genauer mit auseinandersetzen sollten. Wir haben vor 2 Jahren gemeinsam mit dem Leibniz-Institut für Wissensmedien ein Strategie-Benchmark-Tool entwickelt, das an 11 Handlungsfeldern insgesamt, von dem eben die meisten dieser 6 Handlungsfelder auch tatsächlich als solche Handlungsfelder auftauchen, nochmal zu schauen kann, wo stehen wir da eigentlich im Vergleich zu anderen Hochschulen und auch im Vergleich zu einzelnen Hochschulen. Ich glaube, vielleicht, wenn die Kollegin da auch nochmal den Link in den Chat stellen, gucken Sie einfach mal rein, experimentieren Sie und haben Sie vielleicht auch für die nächsten Session nochmal gezieltere Fragen für die jeweiligen Bereiche, die wir halt eben aus dem Benchmarking-Tool auch im Kurs abbilden. Und soweit von mir, Lavinia. Da gibt es Fragen vielleicht? Wir haben, glaube ich, noch ein bisschen Zeit. Genau. Dankeschön, Janika. Wir würden sehr gerne ein paar Fragen jetzt beantworten. Ich habe gerade den Chat nochmal angeschaut und es sind relativ viele Fragen dazu, ob wir die Materialien und auch die Aufzeichnungen der Sessions zur Verfügung stellen. Ja, das werden wir machen. Wir werden die Vorträge aufzeichnen und sie dann auf der Website zur Verfügung stellen. Sie müssen eigentlich nur regelmäßig auf unsere Seite schauen, beziehungsweise wir werden recht zeitnah die Videos online stellen, die Folien auch. Die zweite Frage ist, wie die Communities
Ob das der gleiche Zoom-Link ist? Nein, ist es nicht. Wir haben eine sehr große Anzahl an Communities und vielleicht wissen Sie, dass Zoom erlaubt nur 50 Breakout-Räume. Wir haben aber 52 Räume, Gruppen. Das heißt, wir haben die Gruppen auf zwei unterschiedliche Zoom-Räume eingeteilt. Sie haben aber den richtigen Link in Ihrer E-Mail schon bekommen. Das heißt, Sie müssen nur den Link in Ihrer E-Mail anklicken und dann landen Sie in den richtigen Raum für Sie. Genau. Wie können die Verhinderten die Ergebnisse des Kickoffs der Lern-Communities erfahren? Die Personen, die an diesem Kickoff-Treffen gefehlt haben, werden sich nochmal bei uns melden und wir werden dann denen mitteilen, an welcher Community sie teilnehmen und wer da die Moderatoren bzw. Ansprechpartner sind. Genau. Und wir haben aber auch ein Channel auf MetaMost speziell für die Lerncommunities erstellt. Das heißt, da kann man auch immer nochmal Fragen stellen. Wir freuen uns, Sie nächste Woche mit der zweiten Session, mit dem ersten inhaltlichen Input zu begrüßen. Und für alle, die jetzt gleich zu den Lerncommunities nochmal kommen, freue ich mich, Sie da auch nochmal zu begrüßen. Die anderen verabschieden wir an dieser Stelle. Und vorher übergebe ich das Wort nochmal an Oliver Januszka. Ganz herzlichen Dank, Lavinia, und auch allen hier nochmal in der Gesamtrunde. Ich wollte nochmal so kurz, weil wir nochmal eine Minute Zeit haben, einwerfen. Wir haben in den letzten Jahren ja mit diesem Instrument Erfahrungen gesammelt. Wir haben jetzt auch bei diesem Kurs gesagt, es lohnt sich einfach, das mal online in dieser Form mit den Communities und den Teilgruppen so zusammenzuführen. Ich glaube, es ist, wenn ich die Motivation, die Sie auch beschrieben haben, nochmal nehme, es ist grandios, in diesem Jahr, in dieser Auseinandersetzung mit Ihnen dazu im Austausch zu sein, dass da wirklich eine enorme Chance für die einzelne Institution, wir hoffen sehr für Sie persönlich, aber auch für das System entsteht und drinsteckt. Und von daher, ich bin richtig neugierig jetzt auch beim Kickoff gleich in den Communities und darüber hinaus mit Ihnen diesen Austausch, so produktiv es eben gelingt, mit allen Herausforderungen zeitlich und ressourcenseitig das zusammenzubekommen. Wir freuen uns, mit Ihnen und mit euch dazu im Austausch zu sein und sehen das eben als ein Vehikel, wo jeder in seiner Bauart, glaube ich, zu beitragen und von profitieren kann. Von daher also auch nochmal zum Ende jetzt. Eine ganz produktive Zeit und danke, dass Sie sich darauf einlassen. Und wir sind gespannt auf alles Weitere.